meine Freundin studiert Philosophie. Sie ist spezialisiert auf Wittgenstein. Und immer wenn ich ihr sag, dass ich sie lieb, dann sagt sie zu mir, dass das nicht stimmt. Was sie sagt: Wie kannst du dir sicher sein, dass du mich liebst? Denn Wittgenstein sagt, dass es noch nicht mal sicher ist, dass es die Welt überhaupt gibt. Und Wittgenstein sagt, und Wittgenstein sagt, oder war es Russel, oder war es Kant? Nein, ich denke, es war Wittgenstein, und das sind am Bilder von Wittgenstein an ihrer Wand. Vermitteln den Eindruck, Wittgenstein war ein ziemlich trauriger Mann. Und das kann ich gut verstehen, denn er hat und so hart gearbeitet an seinem Schreibtisch. Und dann hat er rausgefunden, dass die Welt alles das ist, was der Fall ist. Okay, ich kann mir nicht helfen, davon bin ich auch nicht so besonders beeindruckt. Und dann sagte zu mir: Siehst du, das ist immer das Problem mit dir, du bist immer so arrogant. Du bist ja immer so sicher, aber wie kannst du dir sicher sein, dass du mich liebst? Denn Wittgenstein sagt, dass es noch nicht mal sicher ist, dass es die Welt überhaupt gibt. Und Wittgenstein sagt, und Wittgenstein sagt, oder war es Russel, oder war es Kant? Ich glaube, ich diskutiere lieber nicht mehr mit dir darüber, es gibt immer nur Ärger. Aber unter uns gesagt, moderne Philosophie ist ein Haufen Blödsinn. Ich meine, es ist mir egal, was dieser Wittgenstein sagt. Ich weiß, dass ich sie lieb, ich kenne den Unterschied. Ich liebe ihre Augen, ich liebe die Liebe, die wir machen. Ja, ich lieb, wie sie aussieht, wenn sie morgens neben mir aufwacht. Ja, ich lieb fast alles an ihr. Am Anfang hab ich alles an ihr geliebt. Jetzt lieb ich nur noch fast alles an ihr. Aber ich lieb sie. Ich lieb sogar ihre zickige Art. Okay, mal mehr, mal weniger. Na 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 na.